Vielen herzlichen Dank für diese freundlichen Worte. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können und um Ihnen zu zeigen, dass ich auch etwas altruistische Neigungen habe, verzichte ich auf die Fahrkosten. Man soll nicht nur Gutes tun, man soll auch allen sagen, dass man Gutes tut. Dann ist das viel wirksamer. Aber ich würde natürlich nicht von einer solchen Vereinigung noch zusätzlich Geld annehmen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie das Hotel für mich bezahlen. Ich werde heute Abend nicht so viel sagen können, weil die Zeit ist doch begrenzt. Ich verweise Sie auch nochmals auf meine Tierethik, wenn Sie sich interessieren. Ich gebe es Ihnen für 10 Euro statt für 18,50. Schlagen Sie zu, wenn Sie das interessiert. Ich habe auch eine nicht mehr ganz frische Broschüre mitgebracht, Vegetarisch Leben, aus einer älteren Tagung der Herren Alper Forum. Das können Sie gratis beziehen. Nach dem Vortrag können Sie sich darauf stürzen. Ich habe Ihnen auch ein Handout, das so klein geschrieben ist, dass man es eigentlich nicht lesen kann. Ich habe es für mich selber etwas vergrößert, damit ich Ihnen daraus dann auch etwas vorlesen kann. Aber Sie haben es mindestens auf einer Seite recto verso. Ich werde ein bisschen im Andenken an Hegel Philosophie als sich selber vollziehender Skeptizismus eine Reihe von Einwänden behandeln. Ich habe die aufgeführt. Sie müssen jetzt nicht glauben, das sei eine Propagandaschrift. Das ist kein Flugblatt, was ich Ihnen gegeben habe, weil ich möchte diese Einwände dann diskutieren. Aber in der Philosophie hat man ja ein spezielles Interesse an Einwänden. Und Einwände und Kritik wird ja nicht sofort als Äußerung von Feindseligkeit oder von Tierfeindlichkeit interpretiert. Ich habe zunächst einen Teil über das Verhältnis von Politik, Philosophie und Selbstzweifel, wo ich ganz allgemein einige Überlegungen anstelle über das Verhältnis von Politik und Philosophie. Ich glaube, dass die Philosophie doch charakterisiert ist eben durch eine Kultur der Skepsis und auch des Selbstzweifels, während man in der Politik ja immer Recht haben muss und sich selber immer loben muss und ins beste Licht rücken. Es ist auch interessant in der Philosophie, eben man interessiert sich auch für die Schwächen der eigenen Position, wenn man überhaupt eine hat. Ich habe auch Bemerkungen aufgeschrieben über Tierethik überhaupt, eigentlich ein bisschen ein lächerliches Etikett, weil ich nicht glaube, dass es eine Ethik gibt, speziell für Tiere. Ich habe auch Zweifel, ob es nur eine Ethik gibt. Es gibt verschiedene Moralen, ganz sicher. Es gibt zum Beispiel eine Jägermoral. Das ist nicht unbedingt die Moral der Tierschützer, oder jedenfalls gibt es hier gewisse Spannungen. Natürlich ist Tierethik sicher nicht zu verstehen als eine Art moralische Erziehung für Tiere, sondern wenn es überhaupt um den Versuch geht einer moralischen Erziehung, dann bezieht sich das primär auf das Verhalten von Menschen in Bezug auf Tiere. Die Tierethik ist charakterisiert durch eine Speziesismuskritik, und diese Speziesismuskritik wird von vielen Tierethikern und auch Tieraktivisten als eine selbstverständliche Prämisse in Anspruch genommen. Das Kritik am Speziesismus ist eine Kritik an der Auffassung, dass es Rechte gibt, die den Menschen zukommen, weil sie Menschen sind, beziehungsweise weil sie Mitglieder der Spezies Homo sapiens sind. Diese Zugehörigkeit zur Spezies wird häufig als moralisch irrelevant kritisiert. Die Sache ist nicht so einfach, weil der Speziesismus hat zwei Gesichter. Das eine Gesicht des Speziesismus, der also beharrt auf einer Trennung von Mensch und Tier, auf einer tiefen Differenz zwischen Mensch und Tier, ist zunächst der, dass hier mal der besondere Status von
Menschen betont wird, die Verantwortung übernehmen können und Pflichten erfüllen. Und es wäre natürlich völlig daneben, wenn man diese Differenz leugnen würde, wenn die Tierethik darin bestehen würde, den Unterschied zwischen Wesen, die Pflichten übernehmen können und Verantwortung, und Wesen, die das nicht können, einebnen würde und sagen würde, Tiere und Menschen sind gleich. Es gibt aber noch einen wichtigeren Aspekt des Speziesismus. Der Speziesismus ist ein Versuch der Begründung der Gleichheit unter Menschen ohne Wenn und Aber. Das heißt, es ist ein Versuch, alle möglichen Formen von Diskriminierungen unter Menschen fernzuhalten. Und das ist die sympathische, ich würde sagen aufgeklärte, humanistische Seite des Speziesismus. Für den Speziesismus ist es undenkbar, dass es so etwas gibt wie Untermenschen, Übermenschen oder eben ganze Gruppen von Menschen, die einen geringeren moralischen Status haben. Wenn man sich lange damit beschäftigt und merkt, wie schwierig das ist, die sogenannte Gleichheit des moralischen Status des Menschen vernünftig zu begründen, so denkt man manchmal fast nostalgisch daran, dass der Speziesismus eigentlich die einfachste Begründung ist. Eben die Begründung, die wir immer wieder hören, alle Menschen sind gleich, ob sie Juden sind, ob sie Schweizer sind und so weiter. Diese Unterscheidungen sind moralisch betrachtet nicht relevant, denn alle diese Wesen gehören eben zur einen Spezies, Homo sapiens. Man könnte sagen, das ist so eine Art letztes Rückzugsgefecht bei allen Schwierigkeiten, einen Begriff der Gleichheit aller Menschen zu begründen, der nicht auf bestimmten Verdiensten beruft. Der bekannte Platon-Forscher Gregory Vlastos hat das mal einen nicht mehr rhetorischen Begriff der Gleichheit genannt. Das ist ein Begriff der Gleichheit aller Menschen, der nicht auf bestimmten Verdiensten beruht. Das ist die eine aufgeklärte humanistische Seite des Speziesismus, und das ist auch der Grund, warum viele Leute an ihm festhalten. Sei es explizit oder auf eine etwas versteckte Weise. Das andere Gesicht des Speziesismus ist nun die Exklusion oder zumindest eine Art kategorische Abwertung aller nichtmenschlichen Lebewesen. Man könnte sich natürlich einen Speziesismus für Füchse vorstellen, in dem man sagt, nur Füchse haben einen moralischen Status. Das wäre auch speziesistisch, nicht? Hat, glaube ich, noch nie jemand getan, aber es wäre sehr reizvoll, das mal durchzudenken. Aber das andere Gesicht dieses Speziesismus ist im Grunde genommen diese Privilegierung unserer eigenen Spezies gegenüber allen Wesen, die nicht zu dieser Spezies gehören. Insofern ist diese Position, wenn Sie so wollen, vielleicht historisch gesehen charakterisiert, vor allem durch den Diskurs der Menschenwürde in der Renaissance, charakterisiert nicht nur eben durch dieses Bestreben, die Gleichheit der Menschen zu begründen und irgendwie auch zu veranschaulichen, sondern es ist auch charakterisiert durch einen extremen Anthropozentrismus, der sich auch in den Schriften der Renaissance-Philosophie findet, der etwa in die Richtung geht, dass man sagt, der Mensch steht sogar über den Engeln. Alles ist um der Menschen willen, auch die Engel. Nicht, es ist nicht etwa eine Hierarchie, dass die Menschen noch unter den Engeln stehen, sondern die Engel sind nur da für die Menschen, als Botschafter zwischen Gott und den Menschen. Also da hat man wirklich eine Tendenz, diese Dignitas hominis zu verstehen im Sinne eines extremen Anthropozentrismus. Nun, auch ein Speziesist, und es gibt auch unter uns vielleicht solche, die glauben, man muss irgendwie am Speziesprinzip festhalten, können immerhin noch sagen, dass unsere Spezies unter anderem durch die Fähigkeit zum Mitgefühl eine Fähigkeit hat, Mitleid zu haben mit leidenden Wesen. Und dieses Mitleid, das wir haben können mit leidenden Menschen, ist eigentlich mehr oder weniger das